Hey ho, Schnuckis! Willkommen auf meinem Kanal. Passt auf, wenn es um Vorsätze für meinen YouTube-Kanal geht, bin ich, mittelmäßig gut, sag ich mal. Ich hatte mir Anfang des Jahres vorgenommen, ganz regelmäßig Hauls zu drehen und super duper regelmäßig diese Haul-Reviews zu drehen. Und zwar Videos quasi, in denen ich meinen Haul nehme, die Sachen angucke und sage, wie habe ich die eigentlich gefunden? So. Also, mein letzter Haul ist schon so lange her und ich sage euch, ich habe so eine Schublade, wo ich die Verpackungen sammle, damit ich weiß, was ich noch nicht in einem Haul gezeigt habe. Ich glaube, ich kann den Haul gar nicht mehr drehen. Also, ich glaube, das geht nicht. Das wäre so 3 Stunden lang Haul, ey. Ich muss mal gucken, wie ich das löse. Dann habe ich auch versprochen, dass ich diese Haul-Reviews mache. Und ich sehe jetzt, ich habe kein einziges Haul-Review in diesem Jahr gedreht. Und das geht natürlich gar nicht. Also, das geht natürlich nicht. Deshalb fange ich jetzt damit an, damit ich möglicherweise bis Ende des Jahres meine ganzen Hauls noch gereviewt habe. Und heute geht es um einen Haul, den habe ich gedreht oder rausgehauen am 5. Februar. Und ja, also das heißt, die Sachen, die hier liegen, da kann ich euch einiges zu sagen. Auf jeden Fall. Wenn ihr euch dafür interessiert, bleibt dran, es geht direkt los. Okay, mein ganzer Schreibtisch liegt hier voll mit Sachen und ich erzähle euch mal. Ich berichte mal. Und zwar in meinem Haul habe ich gezeigt Urban Decay's The Naked Hide Romaniac. Ja, das ist schon so lange her und zwar ist das dieses gute Teil. Tatsächlich gefällt es mir ganz gut. Ich benutze es selten. Ich weiß nicht, warum ich es so selten benutze, weil eigentlich ist es ein schönes Produkt, aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es bessere gibt. Es ist ein Tinted Moisturizer. Guckt euch ruhig mal mein Battle of the Tinted Moisturizer an. Natürlich ist da auch wieder schon Neues dazugekommen. Es ist tatsächlich ein gutes Produkt, aber es gibt auch bessere. Also, ja, ich benutze es nicht. Ich benutze es nicht. Das muss irgendwas bedeuten. Ich weiß, ich habe auch eine Review dazu gemacht. Ich war da ziemlich begeistert. Warum ich es nicht benutze, ich kann es euch nicht sagen. Es gibt halt so tolle Sachen, ne? Nicht das, was ich heute auf dem Gesicht habe, ganz nebenbei. Also ignoriert meine Base, bitte. Dann habe ich hier Colibri Cosmetics. Und zwar hatte ich mir gekauft die Aktivkohle-Gesichtsmaske. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das schon in dem Video hier das Nachkaufprodukt gemeint war oder ob es das erste... Nee, ich glaube, das war das erste Mal. Das hier ist schon der Nachkauf. Ja. Das heißt, ich mag das total. Und zwar mische ich das immer mit ein bisschen Öl und einem Hyaluronserum und dann zack aufs Gesicht. Und ich finde, meine Haut ist danach sehr entspannt, fühlt sich richtig gut an. Ich benutze es regelmäßig, das heißt wirklich, es ist meine zweite. Und ich habe insbesondere zur Zeit, wo es meiner Kopfhaut so unfassbar schlecht ging, das auch auf der Kopfhaut benutzt. Auch diese Mischung mit Öl und Hyaluron auf die Kopfhaut vorm Duschen gehen. Natürlich vorm Haare waschen, weil sonst wird es ziemlich behämmert aussehen, aufgetragen. Und ich habe auch das Gefühl, dass mir da sehr gut geholfen hat. Ich bin absolut begeistert und ich werde die immer und immer und immer wieder kaufen. Das gleiche gilt tatsächlich diesem Produkt. Und zwar, das ist das Niacinamid Booster mit Leon zusammen, X Skincare von Colibri Cosmetics. In dem Video war das das erste Mal oder... Da hatte ich das gerade neu, da konnte ich noch nichts dazu sagen. Ehrlich, jeden Tag in meiner Pflegeroutine, seitdem ich es habe, 2. Flasche. Ja. Ich mag es. Ich finde, es hat eine ganz tolle Konsistenz. Inwieweit es jetzt meine Haut revolutioniert hat, ist immer irgendwie schwer zu sagen, weil ich finde, gerade meine Haut ist sehr witterungsabhängig und auch stimmungsabhängig. Deshalb ist es manchmal so schwer zu sagen, hat jetzt ein Produkt wirklich irgendwelche Verbesserungen gebracht. Ich kann sagen, ich mag die Konsistenz, ich mag, wie es sich anfühlt, ich mag, dass es meiner Haut ganz gut geht und ich würde es wieder kaufen. Auf jeden Fall. Dann habe ich den Fenty Skin Hydro... Nee, gar nicht wahr. Erst Brow Freeze habe ich hier als nächstes stehen von Anastasia Beverly Hills. Einfach geiles Produkt. Was soll ich sagen? Schon hart benutzt, könnt ihr sehen. Richtig geil. Richtig klebrig, geile Augenbrauen macht das. Also wenn ihr auf so super definiert, bushy, crusty, tralala steht, haut raus. Ich finde es immer noch richtig geil.
Dann kommen wir zu Fenty. Fenty Skin Hydrovisor. Das ist ein Produkt, das habe ich, ich muss sagen, ich bin, wie soll ich das sagen? Irgendwie liebe ich das Zeug und irgendwie nicht. Ich hab's, also ich benutze es häufiger mal, wenn ich weiß, dass ich so gut wie gar nicht rausgehe, als ja, Sonnenschutzersatz, sorry, mache ich tatsächlich. Das hat ja einen Lichtschutzfaktor, glaube ich, von 35. Und ich benutze das ganz gerne unter der Foundation, aber auch nur unter trockenen Foundation, weil es ist ein schlüpfriges Scheißerlein. Es hat aber einfach eine so schöne Konsistenz, so schön. Ja, es macht auch so einen leichten Glow und es ist so, wie soll ich das sagen, es ist so geschmeidig und es fühlt sich einfach toll an unter der Foundation und ich mag es wirklich. Was ich extrem schade finde, ist halt die starke Parfümierung und ich muss wirklich sagen, es ist so stark parfümiert, dass ich es tatsächlich über den Tag hinaus rieche und das finde ich so schade, weil wenn das nicht wäre, dann würde das zu meinen Top 10 Primern gehören oder unter der Foundation Sachen gehören, definitiv. Aber dieser blöde, es würde sogar unter meine Top 5 kommen, weil es hat so eine tolle Konsistenz. Also Rihanna, mein Schatz, nimm bitte einfach mal die Parfümierung raus, dann wäre es noch ein bisschen geiler. Ich finde es wirklich gut. Also ich würde echt sagen, wenn ihr überhaupt keine Probleme so mit Parfümierungen und sowas habt, dann haut raus. Und wenn ihr trockene Haut habt. Also wenn ihr eh schon ölige Haut habt, glaube ich, könnt ihr das vergessen. Dann nein. Dann ein Produkt, wo ich wirklich meine Meinung geändert habe. Ich glaube, ich habe sogar die beiden Produkte in einem Video, ich verlinke es euch mal, zusammen getestet. Und zwar die Pro Filter Soft Matte Powder Foundation. Da habe ich die 190 in der Farbe. Und ich war so, ne, ja, ist nicht so geil und so. Ich könnte besser sein, ladida. Ehrlich, gehört zu meinen Jahresfavoriten dieses Jahr. Ganz sicher, weil in dem Video habe ich die als Puder Foundation getestet. Das heißt, einfach eine dickere Schicht, wie man einfach so eine Puder Foundation aufträgt, nicht eben ohne irgendwie Foundation drunter oder ohne, ich habe es halt nicht als Setting-Produkt benutzt. Mittlerweile ist das für mich eine, ein Puder, was ich super häufig als Finishing-Puder benutze. Also zum Schluss nochmal. Oder wenn ich nur einen Concealer benutze, dann das hier mit einem fluffigen Pinsel. Übrigens, der kommt hier auch noch gleich drin vor. Das ist mein bevorzugter Pinsel dafür. Zack, zack, rein, drauf. Dieses Puder ist so geil. Das ist so weich zeichnend. Das macht alles besser. Also wenn man das zum Schluss nochmal so drüber gibt, wenn man, ja, egal, was ihr gemacht habt, gebt das zum Schluss drüber und es ist einfach nochmal geiler. Wirklich absolut traumhaftes Puder. Ich liebe dieses Zeug. Wirklich Wahnsinn. Und da habe ich tatsächlich in meinem Video, war ich noch so, naja, ich finde es nicht so geil. Und jetzt bin ich so, danke, meine Liebe Rihanna, hast richtig gut gemacht. So, dann habe ich hier Gloss Bomb Cream Fenty Glow stehen. Ja, diese Cream-Dinger, das sind ja die, die so ein bisschen mehr Deckkraft haben. Könnte ich eigentlich mal vertragen. Oder besser gesagt, ein bisschen mehr Farbe. Nett. Stinken für mich jetzt alle ab gegen die Heat. Ja, wisst ihr, ich liebe die Fenty Glow Heat. Nett, aber trotzdem sind die Heat geiler. Dann habe ich die Huda Beauty Faux Filter Luminous Matte Foundation hier stehen. Habe ich getestet und finde ich tatsächlich ganz gut. Also ich finde, es ist eine der matten Foundations, die wirklich ganz gut ist. Man muss vorsichtig sein. Ich finde, wenn man zu viel aufträgt, wird es unschön. Aber ich kann sie auf jeden Fall tragen und ich habe sie auch noch. Also das bedeutet was. Trotzdem gibt es auch da einfach bessere matte Foundations. Bessere, finde ich. Viel bessere. Kommen wir zu Lime Crime. Warte, ich hol's mal. Das ist doch so geil. Jenny, ey, du bist so einmalig, ey. Diese Palette hier, Lime Crime Greatest Hits Bangers. So schön habe ich die im Februar also gekauft. Interessant. Ja, ich habe die, glaube ich, einmal benutzt. Und seitdem, ja,
Ich glaube, ich habe sie wirklich einmal. Vielleicht habe ich sie auch nur geswatcht. Nee, ich glaube, ich habe sie tatsächlich einmal benutzt. Ja. Müsste ich nochmal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Also, ist eine schöne Palette, aber es gibt auf jeden Fall auch da schönere. Wo es nicht viel Schöneres gibt. Leute, wirklich, und das ist, im Februar habe ich das gekauft, wusste ich nicht. Ja, war mein erstes Produkt von Scott Barnes. Und zwar diese Palette, die habe ich bei, ich glaube damals, habe ich die bei Zalando oder, wenn das, nee, warte, hier steht's, bei Look Fantastic habe ich die gekauft, zusammen mit der Palette hier. Ehrlich, beste Blush-Palette. Beste. Wirklich beste Blush-Palette. Wer auf Blush steht, ihr braucht die. Ihr braucht diese Palette, die ist... Ich habe auch dazu schon Videos gemacht. Ihr seht die ständig bei mir. Ich habe sie jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt noch, also ich hatte ja eine Braut geschminkt. Das ist die Freundin von meiner Schwester. Und die Schwester von der Braut, die, wir kennen die schon, Gott, 100.000 Jahre. Also sind Freunde der Familie. Die habe ich beide hier mit geschminkt. Und einfach toll. Einfach toll. Ja, Wahnsinn. Richtig toll. Richtig tolle Palette. So, dann kommen wir zu Beautylish. Bei Beautylish hatte ich bestellt Becca Light Shifter. Lass uns mal gucken. Und zwar einmal dieses Light Shifter Dewing Tint. Mega. Ich finde es immer noch geil. Es ist ein super glossy Tinted Moisturizer sozusagen. Finde ich besser als den von Huda. Leider, ich mag auch, der von Huda sieht so geil aus am Anfang, aber irgendwie hält er bei mir nicht. Ich finde das besser. Finde ich immer noch richtig toll. Genauso wie das Puder dazu. Das Light Shifter Finishing Veil finde ich immer noch richtig toll. Richtig glowy Puder. Top-Produkt. Ja, Becker ist aber sowieso ja jetzt Geschichte, also brauche ich auch nicht mehr so viel davon erzählen, weil jetzt ist halt wirklich so, ne? Jetzt ist, glaube ich, echt durch. Dann habe ich hier Sachen von den Nissa Myricks gekauft bei Beautylish und wieder so ein Produkt. Lalala. Ich habe die, glaube ich, einmal benutzt, die Foundation. Ein einziges Mal ausprobiert und das war's. Ja, muss ich nochmal austesten. Die Vision Cream Cover. Ich glaube, Nicole ist ganz begeistert davon. Ich muss sie einfach nochmal ausprobieren. Sie liegt die ganze Zeit rum. Dann diese Twin Flames. Das sind diese Liquid Eyeshadows. Mega. Also die sind so geil. Ich habe auch ja Videos dazu gemacht. Diverse. Vor allen Dingen dieser grüne. Dieser... Ach, der ist so geil. Also die sind wirklich... Diese Twin Flames. Das sind so Duochrome Liquid Eyeshadows. Bam. Mega, immer noch absolut geil. Absolut geil. Dann habe ich Natasha Denona I Need a Nude Lip Crayon in zwei Farben. Und zwar einmal Noah und Julia. Beide toll. Benutze ich beide. So super, super langhaltende, schöne Lip Liner. Kann ich überhaupt nichts aussetzen. Dann die Mini Love, die Love Cheek Duo und I Need a Nude Amorosa da, Lippenstift. Das sind die Lippenstifte von ihr. Die Mini Love ist schön. Kein Ding. Das Cheek Duo, es will auch nicht mal einer haben. Ich wollte es ja in meinen Sale packen, aber ich habe gesagt, hier, wer es haben will, sagt mal Bescheid. Aber es will nicht mal jemand haben. Ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich finde es nicht toll. Ich finde nichts davon toll. Ich finde den Highlighter schlimm. Der hat diesen Rosé und dann hat er diesen gelben, gelb-goldenen Touch. Das Blush ist auch nicht toll. Leider überhaupt nicht überzeugend. Aber der Lippenstift ist, ja, die Lippenstifte sind einfach schön von Natasha Denona. Nichts auszusetzen. Dann habe ich noch da zu dem Zeitpunkt bestellt dieses Kiaki Brush Set von Sonia G. Ich habe gerade diverse Sonia G Pinselvideos gemacht und habe das auch nochmal vorgestellt und es gibt das immer noch und es ist ein ganz, ganz tolles, kleines Einsteiger, tolles Pinselset. Insbesondere einer meiner absoluten Lieblingspinsel ist hier mit drin und zwar das ist der Mini Base. Ich habe den jetzt auch noch in der großen Variante, also mit langem Stiel. Das ist für mich der traumhafteste Concealer-Pinsel. Ich kann das so richtig schön verblenden. Das ist ein wundervoller Pinsel
Und den benutze ich jetzt nicht so häufig, aber den kann man für ganz viel benutzen. Aber die Augenpinsel, alle richtig geil. Alle mega. Jumbo Blender, hammermäßig für Creme-Lidschatten, für One-Shadow-Looks. Balm drauf, richtig gut. Dann haben wir den Mini-Booster, ist einer der besten kleinen Blendepinsel für überall, für in die Crease, für äußeren Augenwinkel, für unterm Auge, für egal was. Er ist einfach toll. Und eigentlich der beste ist der Flat Definer. Der ist für den Inner Corner der absolut beste Pinsel überhaupt. Richtig geiles Pinselset. Richtig tolles Pinselset. Wirklich große Liebe. Dann hatte ich von Good Molecules, die schicken mir ab und zu mal was. Ich weiß davon gar nichts. Es kommt dann einfach irgendwas von Good Molecules an und ich denke so, aha, interessant. Nett, danke. Hatte ich das Wake Up Eye Gel. Nett. Ich benutze das auch tatsächlich morgens. Ist nett. Ich bin so, bei Augencremes bin ich so ein bisschen leidenschaftslos, ehrlich gesagt, muss ich euch sagen. Also, ja, ist nett. Kann man benutzen, ob das jetzt irgendwelche großen, das meine untere Augenpartie jetzt revolutioniert hat, würde ich nicht sagen, aber das macht keine Augencreme, finde ich. Es ist irgendwie so, ist ein nettes Gimmick, braucht man aber nicht. Dann habe ich zwei Pinsel von Reffa gekauft und zwar hatte ich die von einer lieben Abonnentin, hier, meine Pinsel Andrea, abgekauft und zwar einmal den 24. Das ist eigentlich der Foundation Pinsel, der ist aber richtig gut geeignet, finde ich, für zum Beispiel Creme Bronzer, kann man den gut benutzen. Und den 25, das ist der Monster Puderpinsel schlechthin, also der ist so groß und ja, damit trage ich halt, wie gesagt, am liebsten meine Puderfoundation so oben drüber auf. Ist wirklich ein traumhafter Pinsel, muss man einfach sagen. Ich weiß, Reffa ist im Moment in aller Munde. Harti hat da irgendwie was in ihrer Story, habe ich jetzt rausgefunden. Ich hatte mich neulich nämlich gewundert, was da los ist. In ihrer Story irgendwie Reffa-Pinsel gezeigt und alle so, so wie das halt ist. Die sind richtig gut. Die beiden, ich habe ja keine anderen, aber ich weiß zum Beispiel, Nicole schwärmt unheimlich davon und die sind nicht schlecht, wenn sie davon schwärmt. Also kann man einfach so sagen. Die sind richtig gut. Meine Liebe erreichen sie aber nicht, so wie zum Beispiel die von Sonja, weil irgendwie, ja, ist einfach so. Man hat einfach so sein bevorzugtes Game. Ich finde insbesondere die Formen bei Sonja deutlich spannender einfach. Trotzdem, haut raus. Also wenn ihr euch was bei Reffa bestellen wollt, kein Ding. Das jetzt gehört tatsächlich zu meinen Lieblingspinseln. Ja. Gute Pinsel. Dann hatte ich bei Douglas bestellt und zwar einmal diesen Herome Nail Hardener. Also ihr seht, ich habe den zur Hälfte benutzt. Er hat mir gar nichts gemacht. Meine Nägel sind auch nicht mehr zu retten, glaube ich. Ich glaube, es ist scheißegal. Sie sind nicht mehr zu retten. Keine Chance. Mir hat das überhaupt nichts gebracht. Uninteressant. Und dazu hatte ich dieses Cuticle Night Repair Ding. Das ist nett. Ich habe aber irgendwann aufgehört, das zu benutzen, weil es einen super anstrengenden, aufdringlichen Duft hat. Und zwar so ein, ich sag's wieder, Omas alte Handtasche, die schon ein halbes Jahr in irgendeiner Kammer liegt. Egal, meine Omas meine ich damit. Also fühlt euch nicht beleidigt oder so. Ich hab's halt, das Problem ist gerade, wenn man, ich benutze es jetzt ab und zu nochmal, aber das Problem ist einfach, wenn du es nachts, es ist ja Night Repair, wenn du das nachts benutzt und es hat diesen extremen Duft und ich schlafe halt auch so auf meinen Händen und sowas und dann ist halt scheiße, wenn du das immer riechst, ne? Also es kommt auch jetzt beides einfach in die Tonne. Dann hatte ich zwei Mascaras gekauft, einmal die Bad Girl Bang, ist noch in der Verpackung, ist auch nicht schlecht, ne? Heißt auch, ich habe sie kaum benutzt. Und die Roller Lash ist eine meiner liebsten Mascaras, wirklich. Die, ja, die geht immer, die funktioniert immer, die macht schön getrennte, aufgefächerte Wimpern. Nach wie vor ein tolles Produkt. Dann habe ich gekauft Burt's Bees Tinted Lip Oil.
Ja, fand ich damals schon nicht so spektakulär. Ist halt so ein Tinted Lip Oil, ne? Und kann auch nicht besonders viel, also braucht ihr auch überhaupt nicht. Dann habe ich die MAC Sea of Plenty Palette. Das war diese Limited Edition zu diese Fishy Limited Edition. Die Lidschattenpalette habe ich nicht mehr. Die habe ich schon längst wieder verkauft. Die war einfach für mich überhaupt nicht toll. Dann habe ich aber dazu geholt ja noch den MAC Extra Dimension Skin Finish in der Farbe Double Gleam mit diesem tollen Fish Print und ja. Gerne benutze ich den, ist ein wunderschöner Highlighter. Und diesen Lippenstift in Luck Be a Lady, das ist so ein Powder Kiss. Könnte ich jetzt eigentlich mal so herbstmäßig wieder rauskramen. Ich mag diese Powder Kiss Lipsticks ganz gerne, also kann ich jetzt nichts zu sagen, die sind einfach ganz nett. Annie Rainbow Walker, das ist ein Nagellack. Ist halt ein Nagellack, ich finde die Lacke von Annie ganz okay. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Lethal Cosmetics, jetzt kommen wir zu was. Nee, ach, hier Dings habe ich übersprungen. Den Wanderlust Glow Highlighter in White Russian hammermäßiger Highlighter. Ich liebe Buxom sowieso und ich weiß auch nicht warum, was da mit den Blushes ist, ob es die nicht mehr gibt. Was ist? Warum kommen die nicht zu uns? Gibt es die nicht mehr? Was ist da falsch? Ich will mehr Highlighter von Buxom, definitiv. Die Textur ist traumhaft, ist einfach so eine schöne, cremig-buttrige Highlighter-Konsistenz, die keine hässlichen Glitzerstücken hat oder irgendwas, sondern einfach auch eine ganz tolle Farbe hier, so ein Rosé, so, ich kann es schlecht beschreiben, es ist ein ganz toller Highlighter, nach wie vor ein traumhafter Highlighter. Und jetzt kommen wir zu Lethal Cosmetics. So, da habe ich einiges zu sagen. Da habe ich mir geholt die Velvet Dusk Palette. Sorry, es tut mir leid, aber ich kann nichts daran Tolles finden. Die Palette ist schön, die Farben sind interessant. Ich habe sie auch ein, zweimal benutzt, aber irgendwie hier springt bei mir der Funke nicht über. Ich kann nicht sagen, warum es so ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die Qualität ist Kaka oder so, aber die Qualität haut mich auch nicht aus den Socken. Ich weiß nicht, wird ja viel so gehypt und so. Dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, wenn du dir die einzeln zusammenstellst, die einzelnen Lidschatten sind besser als die Paletten. Aber warum sollte das so sein? Das ergibt für mich immer, ehrlich gesagt, ergibt das für mich keinen Sinn. Vielleicht gab es eine Umformulierung oder sowas, das würde dann Sinn machen. Aber warum sollten sie andere Lidschatten produzieren? Schlechtere, um sie in Paletten zu packen, das für mich ergibt das überhaupt keinen Sinn. Ich bin einfach ganz ehrlich, es haut mich nicht um und ich werde sie, denke ich, auch in meinen Sale packen, weil sie steht echt nur rum. Also sie steht wirklich nur rum und ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh je, wie jetzt zum Beispiel bei der von Lime Crime, da sage ich ja, oh, ich freue mich schon drauf, die nochmal zu benutzen. Werde ich auf jeden Fall machen, aber bei der Lime Crime, bei der Lethal Cosmetics, ich werde die nicht nochmal benutzen. Also ich denke, die wird in meinem Sale landen. Dann habe ich gekauft Urban Decay bei Zalando Browblade Dark Drapes. So ein Kackding. Ist es doch, ne? Ja. Das ist der, hat auf der einen Seite so einen normalen Stift und auf der anderen Seite so mit so Härchen. Und dieser für die Härchen, ich finde, der hat halt total die doofe Farbe. Zumindest hatte ich das so im Kopf und jetzt, wenn ich den so swatche, finde ich es irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Aber der hat auf den Augenbrauen einfach für mich nicht funktioniert. Also ich finde den nicht gut. Könnt ihr euch sparen. All Nighter Setting Spray Ultra Glow hatte ich nachgekauft. Habe ich schon wieder nachgekauft. Also bestes Setting Spray aller Zeiten. Brauche ich euch nicht mehr zu sagen. Und dann habe ich Nails Ink Sparkle Like a Unicorn. Das war so ein Duo hier mit so schimmrigen und glitzerigen Nagellack. Nett. Nett. So, Leute, dann war ich in der Drogerie. Oh mein Gott, also das wird jetzt auch wieder interessant. Catrice Tensational Primer. Netter Primer, hat mir ganz gut gefallen. Benutze ich überhaupt nicht, weil
ich einfach anderen geilen Scheiß habe. Also, aber hätte ich nicht den anderen geilen Scheiß, würde ich den bestimmt benutzen. Also, der war ganz nett. Der war, der hat auch so einen leichten Tint, leichten Glow, kann man definitiv benutzen. Ja, nicht schlecht. Lashes to Kill Mascara Tonne. Genauso wie Glam and Doll Boost Lash Growth Mascara. Fand ich auch beim ersten Mal, ich habe es irgendwann in dem Video da getestet, auch nicht besonders toll. Also, ciao Bella. Jetzt können sie weg, weil ich habe sie tatsächlich seitdem auch nicht mehr angefasst. Maybelline Brow Ultra Slim Dark Brown. Tatsächlich häufig benutzt. Ist auch nicht mehr so viel drin. Das ist hier so ein Ultra Slim Brow Stift. Schöne Farbe, schöne Textur, gefällt mir. Mir gefällt auch das Brow Drama Sculpting Brow Mascara. Finde ich auch nicht schlecht. Ich muss natürlich sagen, in dem Fall, ich habe, also bei den Stiften benutze ich verschiedenste, sage ich mal, auch den hier ab und zu. Das benutze ich eher selten, weil das finde ich nicht so toll. Nicht zu verwechseln mit diesem alten. Ja, das muss man echt sagen. Und zwar Maybelline Brow Drama, das ist das Neue. Das hat so eine, auch eine eigenartige Bürste. So. Und nicht zu verwechseln mit dem alten. Und zwar das alte ist das Brow Precise Fiber Filler. Das hat diese komische Fischbürste und hat so Härchen. Das ist mega. Also ich weiß nicht, warum die das aus dem Sortiment genommen haben. Weil das alte ist tausendmal geiler als das neue. Also schade. Das neue ist auch nicht schlecht, aber das ist richtig, richtig geil. Muss ich echt sagen, tragisch, dass es das nicht mehr gibt. Wirklich. Ich sollte nicht aufräumen, während ich laber, ne? Nee. Dann habe ich Soap Styler von Revolution. War ganz in Ordnung. Ich habe aber Soap Brows. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Man kann das schon benutzen. Man kann das benutzen, alles in Ordnung. Ist aber nichts Weltbewegendes. Kann man aber tatsächlich machen. Dann dann hatte ich dieses Fast Brow Pomade. Das habe ich nicht mehr, ist schon weg. Und Bushy Brow Pen. Das war auch nichts Dolles. Das ist auch. Ja, war mal wieder die Kamera aus, ne? Oh, wird das jetzt hier zur Regel? Ja, in jedem Video, ey, meine Güte. Revolution Velvet Lip Crayon. War auch nichts Dolles, habe ich auch nicht mehr. Genauso wie. Jetzt, pass auf, jetzt kommen die ganzen Sachen, die habe ich alle nicht mehr. Essence My Power is Earth Matte Lipstick. War nicht toll. Oder war in Ordnung. Benutze ich niemals. Habe ich, glaube ich, meiner Tochter gegeben. My Power is Earth Palette. Das war diese mit diesem Grün. Auch die habe ich nicht mehr. Essence Long Lasting Eye Pencil in Cooldown. Den habe ich noch. Netter blauer Stift. Nichts Besonderes, aber kann man auf jeden Fall benutzen. Ich finde sowieso diese Essence Long Lasting Eye Pencil, die kann man sehr gut benutzen. Der schwarze davon war wirklich ganz lange Zeit mein absoluter Favorit. Kann man machen. Rival Loves Me So Cozy Highlighter, der war ganz süß. Den habe ich aber auch nicht mehr. Max Factor Cream Buff Blush Matte Cheeky Coral. Hier ist der, den habe ich auch noch. Habe ich heute nicht drauf. Könnte fast sein, ist aber schön. Kann man auf jeden Fall benutzen. Judith Williams, das war ja meine Überraschung überhaupt schlechthin. Dieser Concealer von Judith Williams, der ist wirklich toll. Den habe ich ganz lange ganz gerne benutzt. Es kam dann halt irgendwann mein Milk Concealer. Der war wirklich so sehr beliebt. Den sollte ich mal wieder benutzen. Ja, also der ist wirklich richtig gut. Könnt ihr auf jeden Fall mal angucken. Dann habe ich hier stehen Maybelline Lifter Gloss. Den habe ich nicht mehr. Den habe ich einfach nicht mehr gefunden. Ich glaube, ich habe den verschenkt. Ich glaube, ich habe den verschenkt, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, wenn man so viel Gedöns hat, ne? Dann habe ich L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear Foundation in a Powder. Zu trocken, zu staubig, uninteressant. Ich weiß auch nicht, warum ich die noch habe. Kann eigentlich mal erzählen. So, dann habe ich diverse Sachen von Purish bekommen. Und zwar von Physicians Formula. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. In dem Video habt ihr schon gesehen, es sind ganz, ganz viele Sachen bei mir da
durchgefallen. Und zwar den Spotlight Primer. Den habe ich verschenkt. Viele Sachen davon habe ich verschenkt, weil wenn ich jetzt was von Purish bekomme, dann verkaufe ich das nicht in meinem Sale, sondern dann verschenke ich das. Den Spotlight Primer, den habe ich verschenkt. Der hat einen unfassbar krassen Geruch gehabt und auch Glitzerstückchen. Super BB Cream, die habe ich auch abgegeben, weil die so... Die war so dunkel. Genau, die BB-Cream war so dunkel. Das Puder, das Super BB-Puder war mir auch zu dunkel. Auch das habe ich verschenkt. Dann habe ich die Butter-Bronzer-Palette. Auch die habe ich verschenkt. Ich glaube, ich hatte so ein kleines Gewinnspiel gemacht. Da habe ich das reingepackt, ne? Die Butter-Highlighter-Palette habe ich auch verschenkt. Dann habe ich noch diese Lidschattenpalette, die wirklich sehr, sehr buttrig ist von der Konsistenz. Benutze ich tatsächlich auch einfach nicht, weil ich einfach so viel tolle andere Sachen habe. Ist aber eine ganz nette Palette. Dann habe ich den Butter Blush in Plum Rose. Auch den hatte ich verschenkt. Den hat man gar nicht gesehen auf meiner Haut. Dann habe ich hier noch diesen Eye Booster Eyeliner. Netter Eyeliner, nichts gegen auszusetzen. Die Killer Curves Mascara fand ich okay, aber auch nicht besonders toll. Dann diese Muru Muru Butter Lipsticks. Die sind schön. Die sind übrigens immer noch sehr schön. Die habe ich auch hier öfter mal in Gebrauch. Das sind wirklich, das ist so das, was jetzt gerade in ist. Dieses ganz glossige, leichte Farbe abgebende. Die sind tatsächlich wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir zu den beiden letzten Sachen. Und die sind immer noch voll geil. Und zwar habe ich auch, als ich mir das Video angeguckt habe, da trage ich, glaube ich, diese Palette auf den Augen, die wirklich eine wunderschöne Palette ist, von Luna Beauty Eternal Eclipse heißt die. Ist eine schöne Palette, kann man überhaupt gar nichts gegen aussetzen. Überhaupt sind die Sachen von Luna Beauty ja auch scheinbar bei euch sehr beliebt und die Palette ist toll. Und diese Suva Beauty UV Dinger, die sind halt auch einfach voll geil, ja, was soll man sagen? Die sind so cool für so Spielereien. Ich habe damit auch schon einiges rumgespielt und ja, kann man richtig viele coole Sachen mitmachen. Ich habe davon auch noch eine andere mit Schwarz und Weiß und mit den mit Rot und Blau und Gelb ist da, glaube ich, noch drin. Coole. Einfach coole Liner, ne? Müsst ihr mit Wasser nass machen und dann könnt ihr da euch voll austoben. Und das, Halleluja, war es. Das war's. Oh, ich habe mich voll vor diesem Video gedrückt und jetzt am Ende hat es voll Spaß gemacht. Ja, es ist irgendwie ganz cool, wenn man diese ganzen Sachen sich nochmal so anguckt. Deshalb will ich ja auch meine Hauls eigentlich so regelmäßig machen, damit ich dann wirklich sehen kann, auch wenn ich euch die Sachen schon gezeigt habe irgendwo, sehe ich dann einfach, was habe ich eigentlich gekauft. Jetzt wird es aber echt wirklich, also wenn ich da, ich habe ja diese Schublade, wo ich meine Verpackungen reinpacke, damit ich mich erinnere, dass ich euch das in einem Haul noch nicht gezeigt habe. Da passt nichts mehr rein, die ist so voll, das ist schon alles reingequetscht und gestopft und ich weiß gar nicht, ob ich diesen Haul überhaupt noch drehen kann. Also wir werden es mal sehen. Jedenfalls war das meine Haul-Review zu meinem Haul vom Februar. Für mich ist es auch mal echt so interessant, die Sachen wieder rauszukramen und zu gucken, was hatte ich da eigentlich, wie fand ich das überhaupt? Weil es ist natürlich immer so, wenn dann Neuigkeiten oder Neuheiten rauskommen, die einen dann auch noch begeistern, dann benutzt man natürlich eher die und die Sachen, die einen davor begeistert haben, rutschen natürlich nach hinten, wobei es halt auch immer wieder Produkte gibt, die wirklich herausragend sind, wie zum Beispiel diese Palette hier, die kann man schlecht vom Thron stoßen. Also, was soll da jetzt noch kommen? Vielleicht haut Scott Barnes eben noch eine Lidschattenpalette oder noch eine Blushpalette raus mit noch anderen geilen Farben, dann könnte die vielleicht da mit drauf. Aber ich muss es einfach sagen, das habe ich auch schon in mehreren Videos gesagt. Die Qualität und die Konsistenz der Puderprodukte von Scott Barnes sind für mich mit nichts anderem zu vergleichen. Ich weiß nicht warum, aber ihr benutzt das und es sieht so glossy auf den Wangen. Nicht glossy, sondern so perfektioniert und mit einem leichten Glow. Und ich kann es nicht so traumhaft. Traumhaft.
traumhaft. So, Leute. Ich würde mal sagen, das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.